Guten Tag. Ich habe diese Tüte hier gefunden. Eine Tüte? Und was ist drin? Frische Krabben. Die haben eine Tüte Krabben gefunden? Ja, ganz frisch geräuchert. Warte, und was soll ich damit? Na, aufheben, bis derjenige kommt, der sie verloren hat, um sie wieder abzuholen. Frische Krabben? Ja, immer noch. Nehmen Sie sie und machen Sie damit, was Sie wollen. Meinetwegen essen Sie sie auf. Ja, ich mag aber keine Krabben. Mögen Sie Krabben? Eigentlich schon. Ich meine, wenn sie frisch sind. Ah, natürlich, wunderbar. Dann darf ich sie Ihnen schenken. Ja, ganz frisch, eben erst gefunden. Hm. Na, wenn derjenige kommt, der die Krabben verloren hat. Hm. Aber was die Leute so alles kommen, eine Tüte Krabben aufs Fundbüro bringen. Nein, hier macht man schon manchmal was mit. Ja, kann ich mir denken, ja, ja. Und was haben Sie Schönes gefunden? Ich? Ach so, deswegen bin ich ja... Ich habe einen Weg gefunden. Ein Weg? Ja, einen Weg. W-E-G. Was haben Sie gefunden? Ich habe einen Weg gefunden. Sie haben einen Weg gefunden. Ja, richtig, woher wissen Sie das? Ich hab's eben selbst gesagt. Ach so, eben, ja. Warum tragen Sie dann in Ihr Buch ein? Ein Weg kann man doch nicht finden. Soll das etwa heißen, dass ich lüge? Wollen Sie etwa überhaupt nicht? Ich hätte gar keinen Weg gefunden. Nein, ich will nicht sagen, dass Sie lügen. Aber ich... Also ich bin hier schon 25 Jahre, aber hier hat noch nie einer einen Weg gefunden. Bin ich der Erste? Da müssen wir einen kleinen drauf trinken, was? Ich könnte Ihnen höchstens eine Krabbe anbieten. Nein. Sind sowieso alle. Nur mal zur Sache. Wollen Sie die endlich mal aufschreiben? Also, Sie haben einen Weg gefunden. Ah, sehen Sie, so gefallen Sie mir schon viel besser, ja. Ja, ich habe einen Weg gefunden. Ach, und wo haben Sie denn den Weg? Wo habe ich denn den Weg? Haben Sie vielleicht in der Hosentasche? Habe ich ihn vielleicht in der Hosentasche? Oder vielleicht in der Brieftasche zusammengefaltet? Oder vielleicht in der Brieftasche zusammengefaltet? Sie sind mir vielleicht ein Komiker. Ich habe ihn draußen gelassen. Draußen. Aber ich habe Ihnen das hier mitgebracht, sehen Sie? Können Sie aufschreiben, ja? Hier, Beethovenweg. Ja, das ist ja... Ja, wenn Sie ihn gelogen haben, Beethovenweg. Der Weg gehört also einem Herrn Beethoven, der ihn verloren haben wird. Nein, das tut er nicht. Nein, die Wege gehören der Stadt. Nein, dieser nicht. Da müsste er Stadtweg heißen. Er heißt aber Beethovenweg. Also gehört er dem Herrn Beethoven. Wissen Sie, wer Beethoven ist? Nee, kenne ich nicht. Wenn ich ihn kennen würde, hätte ich ihm den Weg ja auch gleich selbst zurückgeben können. Wissen Sie, das war so, ja? Ich laufe da so rum, ja? Und plötzlich liegt da der Weg. Und kein Schwein weit und breit. Ich habe natürlich gerufen, ja, vielleicht, dass der Besitzer irgendwo in der Nähe, ja? Aber nix. Dann habe ich gedacht, gehst du aufs Fundbüro, wir heben ihn auf und da kann der Herr Beethoven sich abholen. War er nicht vielleicht schon da und hat nach seinem Weg gefragt? Nein. Und es wird auch keiner danach fragen. Na, warten Sie mal ab, vielleicht kommt er gleich. Nein, das tut er nicht. Wissen Sie denn nicht, wer Beethoven ist? Nein, das sagte ich Ihnen doch schon. Wollen Sie nicht endlich mal aufschreiben? Ich kann doch keinen Weg. Also, typisch Beamter, völlig herzlos. Nur stellen Sie sich das doch bloß mal vor. Da liegt so ein Weg. Sein Besitzer hat ihn verloren, sucht ihn, weiß nicht wo. Es wird Abend, da liegt er nun der kleine Weg. Keine Sau kümmert sich um ihn. Einsam, allein, verlassen. Kalt wird es. Die Sonne ist untergegangen. Traurig liegt er im Dunkeln. Und dann sein Besitzer, der Beethoven, irrt umher. Sucht vergeblich. Sein Weg ist weg. Irgendwo in der großen, weiten, kalten Stadt ist er. Aber wo? Beide finden sich nicht. Alles kalt, einsam, sinnlos, vergeblich, leer. Inhaltloses Leben. Und da... Da denkt der Mann, Mensch, auf dem Fundbüro, die letzte Hoffnung, denkt er. Schneebi. Mittags gegen 12 Uhr. 12 Uhr. Und wo? Am Stadtrand, Laubenkolonie. Der Laubenkolonie? Der Name? Beethoven.
Beethoven weg. Nein, ich meine Ihr Name. Achso, Meisenkaiser. 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 Da sehen Sie, da alles in Ordnung. Und vorhin haben Sie erst so angestellt. Ich meine mal unter uns, da hätten Sie im Grunde genommen die Tüte Krabben vorhin ja auch nehmen können, nicht? Also alles Gute, tschüss. Und ich komme dann nochmal vorbei und erkunde mich, was aus dem Weg geworden ist. Na, um Gottes Willen! Entschuldigung, können Sie mir vielleicht helfen? Ich habe den Weg verloren. Ja, Mann, das ist ja irre. Da gehen Sie mal da rein. Na ja, gehen Sie mal rein. Herr Beethoven.